Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wie bereits angekündigt, werden wir uns diese Folge diesen Fleckenreiniger hier angucken, ob man damit den Flusskühlkopf auch sauber kriegt. Spoiler, ja, das geht. Aber vorher müssen wir noch ein paar Dinge klarstellen. Also, ich habe mich im Vorfeld des Videos mit jemandem unterhalten, der die Dinger ja beruflich benutzt, nämlich jemanden, der Autos reinigt. Und der hat mich schon mal vorgewarnt, dass die Dinger ungefähr 6-mal so stark sind wie ein normaler Staubsauger und auch mit unterschiedlichsten Chemikalien kommen. Und das bedeutet darum, wir haben eine gewisse Gefahr für unseren First Shoot. Der müssen wir uns bewusst sein, wenn wir mit dem Teil arbeiten. Ja. Also, tatsächlich ist die Bedienung von dem Ding relativ einfach. Die ist sogar so einfach, dass das Ding ohne ordentliche Anleitung kommt. Das ist einfach nur so ein paar Bildchen und die sollen nur erklären, wie das geht. Es ist relativ eindeutig, also wirklich recht einfach. Hier drüben ist sauberes Wasser drin. Das wird hier vorgeleitet. Wenn man hier den Knopf drückt, spritzt das hier an dieser Düse raus, verteilt sich und gleichzeitig wird es hier oben wieder eingesetzt. Gleichzeitig wird es hier oben wieder eingesaugt und landet dann in dem Auffangbehälter. Da sehen wir auch ganz gut, wie viel Dreck wir aus dem Kostüm rauskriegen. Gleichzeitig müssen wir auch aufpassen, weil das Ding halt, wie schon gesagt, 6-mal so stark ist wie ein normaler Staubsauger und wir kommen dann hier unten die ganzen Chemikalien. Kann es euch auch passieren, dass wir uns hier das Airbrush raussaugen. Ist in meinem Fall nicht so schlimm. Ich airbrush das dann halt nochmal neu. Aber ihr solltet da vielleicht ein bisschen drauf achten. So, das Zeug, wie gesagt, kam mit einer einfachen Anleitung und es kam ja auch mit unterschiedlichen Chemikalien. Was haben wir hier? Hier steht Quick and Effective Spot Cleaning. Das ist im Prinzip eine Mischung aus diversen Tensiden, soweit ich weiß. Ich habe es mal kurz gesagt, das Scher ist auf Englisch drauf. Deswegen gar nicht so leicht hier. Water, Non-Ionic Surface Sense, Detonic Builders, Anionic Surface Sense, also Haufen Tenside und so Kram halt. Im Prinzip Fettlöser kann man dabei haben, nicht wild, wird das Fett auch nicht weiter angreifen. Und es kam hier noch mit einer zweiten Komponente, da steht Oxygen Boost drauf. Und wenn man dann mal reinguckt, dann steht da Wasserstoffperoxid. Ist ein Bleichmittel, wer sich schon mal die Haare gefärbt hat, kennt das Zeug. Und davon würde ich fast abraten. Also auch wenn die chemische Formel, das ist halt H2O2, das macht jetzt nicht so viel mit dem Fell, aber ich würde euch trotzdem nicht raten, das zu benutzen. Das ist ein bisschen stressig vielleicht. Wir können uns auch mal im Nachtrag des Videos angucken, was so Säuren und Basen mit Fällen anstellen. Das geht dann hier in Richtung Säure schon fast, wenn es ein Gleichmittel ist. Müsste man mal gucken. Ich habe jetzt keinen pH-Wert-Tester da, aber ich weiß, dass es nicht unbedingt perfekt ist. Und naja, auf jeden Fall diese Firma hier. Und die hat hier auch ein bisschen, also die Behälter sagen dir auch, wie viel man von dem Zeug hier reinmachen will. Ich guck mal, wo er reinmachen soll. Wenn ihr hier seht, bis hierhin soll das Wasser gehen und bis hierhin soll ihre Formel gehen. Das ist ein ganz schön großer Anteil. Also das sind bestimmt 20% oder so. Würde ich echt von abraten. Ich habe jetzt hier einfach normales Wasser genommen und das ein bisschen mit Waschpulver angemischt. Kann man nochmal durchschütteln. So, genau. Wie ihr seht, sind da noch die kleinen Waschpulverreste drin. Also das kann man auch ruhig mal ein bisschen auflösen. Das Gute an dem Ding ist, das kommt ohne Heizelement. Die gibt es auch mit Heizelement, aber das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen, dass das Wasser hier drin genauso warm ist, wie wir es brauchen und nicht wärmer. Wenn ein Heizelement drin wäre, dann bestünde wieder die Gefahr, dass wir uns das Fell durch Hitze schädigen. Also ist die billigste Version davon immer noch gut genug für uns. Was heißt billig? Billig heißt, das Ding kostet in etwa 160 Euro, ist also nicht ganz so billig. Und ich würde euch fast sogar raten, wenn ihr so ein Ding benutzen wollt, sprecht euch mit ein paar Furries aus der Gegend ab, die auch eine Pursuit haben und vielleicht ein paar Sofas und ein Auto. Weil so ein Teil, das steht eben 99% der Zeit rum. Na, und wenn man da zusammenlegt und das zusammenkauft und dann auch zusammen nutzt, dann ist da für alle was gewonnen bei. Und man hat jetzt nicht so den Struggle, sich dieses Gerät anzuschaffen für ja, 160 Euro aufwärts. Und dass das dann die ganze Zeit nur doof rumsteht. Das ist schon fast Verschwendung. Wenn er das nicht regelmäßig benutzt, weil er irgendwie Autos putzt oder so, braucht er das eigentlich nicht. Daher, liegt zusammen, macht das. So, die beiden Chemikalien hier, bevor er nach unten passiert,
lege ich mal wieder beiseite, die braucht man nicht. Dann kann das im Prinzip schon losgehen. Ich werde jetzt mal die Kamera umstellen und dann schauen wir uns das mal an, wie es im Detail funktioniert. So, wenn ich jetzt gleich den Knopf drücke, wird es sehr laut. Wahrscheinlich lauter, als es angenehm für das Video wäre und ihr würdet wahrscheinlich auch kein Wort von mir verstehen. Die Dinger sind immer sehr laut. Ich werde euch da einfach ein bisschen schöne Musik drüber legen und vielleicht was aus dem Off drüber erzählen. Ja, bis dahin zeige ich euch einfach, dass wir den Suit hier damit behandeln und dann tut das seinen Gang. So, jetzt habe ich das schon mal grob gemacht. Ich werde es noch ein zweites Mal machen. Ein bisschen feiner. Aber jetzt kann das erstmal ein bisschen einweichen. Und wie ihr seht, habe ich erstmal grob drüber gesprüht, bevor ich es gleich weggesaugt habe. Einfach damit das Wasser ein bisschen tiefer da rein dringen kann. Ein großer Vorteil von der Sache ist natürlich, dass das Wasser so nicht sehr tief da reinkommt. Aber das ist natürlich auch ein gewisser Nachteil, weil manche Sachen wie der Schweiß, die sind von innen. Da kommt er so von außen nicht ran. Da müssen wir also quasi jetzt gleich das Ding noch mal von innen nass machen und auch noch mal absaugen. Das werde ich jetzt auch gleich mal machen. Hier übrigens noch ein kleiner Kommentar. Man sieht ja ganz gut, warum ist das Fell hier verfärbt. Da ist es mir tatsächlich bei einem Waschgang passiert, dass diese Zunge, die ist aus gefärbtem Leder, was ich irgendwo mal in einer Restekiste gekauft habe, die Farbe hält da nicht drauf. Wenn ich die mit Waschmittel behandle, dann tut hier die rote Farbe raus und ins Fell laufen. Witzigerweise am Fell hält sie dann, aber an der Zunge halt nicht. Also das sind so Nachteile, die beim Waschen passieren können. Hier, wie gesagt, ein schöner Fehlerfall. Ist in meinem Fall nicht ganz so schlimm. Ich finde das okay an der Stelle. Das ist halt da ein bisschen rot gefärbt. Passt schon. So viel dazu. Jetzt werden wir uns das hier von innen angucken. Achtet übrigens darauf, dass ihr hier eine saubere Unterlage habt. Ich habe jetzt hier nicht die beste Unterlage, aber das sollte noch gehen. So, und jetzt wollen wir hier unten, hier drin natürlich dasselbe machen. Ich habe hier wieder alles stromlos gemacht. Hier muss ich nicht ganz so doll aufpassen wie beim letzten Suit, weil ich ja hier ganz gut kontrollieren kann, wo das Wasser hinkommt. Problemstellen sind natürlich hier wieder das Innere vom Hals und hier, wo man so hinschwitzt. Ne? Und das werde ich jetzt noch behandeln. So, ja, Vorteil ist, der ist jetzt nur handfeucht. Nachteil ist, wir müssen das Ganze noch zwei, dreimal wiederholen, damit wir alles ordentlich haben, so wie wir es brauchen. Also beziehungsweise, damit dort alle Keime raus sind. Wir können es ja in der Zeit mal wieder, ich lege die jetzt mal hier hin. Und wir können ja auch mal gucken, was haben wir hier rausgeholt. Man sieht ja schon ganz gut, Moment,
Also das Wasser sieht eigentlich immer schlimm aus, was man da rausholt, egal was man damit reinigt. Ne? Aber das ist so der Dreck, der da drin gesteckt hat. Das ist, ich weiß nicht warum, aber es ist eigentlich egal. Du kannst ein sehr weißes Kissen damit reinigen und es wird immer so aussehen. Also, naja, aber in dem Fall war es bestimmt schon ein bisschen nötig. Wie gesagt, den Prozess wiederhole ich jetzt. Dann lasse ich den wieder auf dem Lüfter trocknen und dann war es das im Prinzip schon da damit. Also mehr muss man gar nicht damit tun. Ist vielleicht ein wenig schonender, weil gerade wenn ihr einen Foamhead habt oder so, dann dringt das Wasser nicht so tief in den Schaumstoff ein. Und so tief muss das ja auch gar nicht rein, weil euer Schweiß wird auch nicht so tief in den Schaumstoff reinlaufen. Ja, bei meiner Art Head funktioniert super. Der ist jetzt auch nicht so ganz so nass wie der letzte. Man könnte es theoretisch auch kombinieren, dass man sagt, man hat jetzt einen Suit Head, den wir erst eintauchen und sauber machen und dann saugen wir das Restwasser damit raus. Also das wäre vielleicht auch eine denkbare Anwendungsmöglichkeit. Und ja, dann war es das an sich dazu schon. Ne? Wie gesagt, nochmal ganz wichtig, nehmt nicht die mitgelieferten Chemikalien, macht es einfach mit normalem Waschmittel und dann kann da gar nicht viel schief gehen. Solange wir da nicht mit zu viel Temperaturen oder aggressiven Chemikalien rangeht, wird es eurem Fell nicht unbedingt schaden. Ja, dann hoffe ich, das konnte euch weiterhelfen und wir sehen uns dann im nächsten Video.